Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Hier sehen Sie Deutschlands weltbeste, schlauste Rätsellöser. Geben Sie uns ein Rätsel, irgendeins, wir lösen es. Heute Indiana Jones und der letzte Kreuzzug. Ein klassisches Adventure-Spiel, das wir Kraft unserer Intelligenz jetzt lösen werden. Megabrain, Action. Schauen Sie zu. Letztes Mal hatten wir ein echtes Problem mit römischen Ziffern und der Bibliothek und Bodenplatten. Und ich habe gerade eben tatsächlich, uns beiden ist es nicht eingefallen, aber Jörg aus der Regie hat mir gesagt, dass das wahrscheinlich mit den Säulen zu tun hat. Weil es waren zwei Säulen, links waren Zahlen, rechts waren Zahlen. Und die erste Zahl auf der rechten Säule war die 2. Und die haben wir eingehauen. Die haben wir eingehauen. Und hier steht jetzt in der Lösung auch, Plakette lesen, nach dem Buch die richtige Platte mit Pfosten nutzen. Also selbst hier steht es nicht. Vielleicht sind es immer andere. Aber hätte es auch geklappt, wenn wir die Plakette nicht gelesen hätten? Das ist eine sehr gute Frage, ne? Ja, es ist wirklich das frage mich auch, ob es halt damit zusammenhängt, dass Indy, dass die Figur raffen muss, wie es funktioniert. Ja, eben. Das ist halt das Problem. Okay. Wir sind jetzt jedenfalls hier in der Gruft und haben hier drei Eingänge. Wo willst du lang? Ich würde gerne erstmal die Regie bitten, dass sie diesen das Ende das rote Timer, der die ganze Zeit, der blinkt rot, genau, einmal bitte. Danke. Oben lang. Ich würde mich von oben nach links durcharbeiten. Oh, das ist auch fies, oder? Oh, guck mal hier, da hast du die roten Augen gerade gesehen. Ja, aber ich weiß nicht, ob sowas gut ist oder vielleicht gibt's die. Ist lustig, ich sehe jetzt das hier. Geh nur mal kurz rein, bitte geh nur mal rein und dann guck mal auf meinen Monitor. Siehst du hier? Da hat jemand Wasch mich draufgeschrieben und es hat trotzdem keiner gemacht. Wasch mich, Baby, steht hier. Aber du bist jetzt gar nicht so richtig weitergelaufen, ne? Du bist ja nur ein Stück gelaufen, oder nicht? Ich meine. Naja. War absehbar, dass man da wieder in dem Raum landet. Ja, oder? Aber ich wollte gucken, die Rätsel in Lucas Adventure, ja. Die sind ja nicht immer. Da hast du recht. Ich fand übrigens nie gut, dass sie diese Labyrinthe immer so benutzen. Ja, ich bin auch kein Fan davon. Ich bin wirklich kein Fan davon. Ich kann mich da auch nie. Wir haben es jetzt in Monkey Island gehabt. Ich kenn's von Zack McCracken, da hat's mich in den Wahnsinn Park hat's auch. Also, muss eigentlich nicht sein. Labyrinthe sind echt zu oldschool und waren nie cool. Finde ich. Aber es gibt einem so ein bisschen natürlich dieses Erforschungsding. Ne? Wär ja, ja, bei Indiana Jones passt es ja sogar so ein bisschen. So jetzt unterirdische Katakomben und so. Aber macht es Spaß? Es ist halt Trial and Error, weil du kannst nicht wissen, wo es lang geht. Ja, und wenn du so vergesslich bist, wie wir oder ich zumindest, dann merkst du dir auch die Wege nicht. Dann irrst du einfach nur rum. Das war zum Beispiel schon mal einfach eine blöde Sackgasse. Sau. Die haben wir jetzt schon mal alle gefunden. Das ist halt auch die Frage, theoretisch, nee, kann man hier auch Gegenstände finden? Nicht in der Karte, aber ich würde behaupten, dass es Orte gibt, die irgendwo versteckt sind, nur für einen Gegenstand. Ja, glaube ich schon. Aha, guck mal, das sieht gut aus. Kann man die nicht mitnehmen? Ach, die ist ja auch gar nicht. Wir haben auch keinen. Nimmt ihr die nicht? Okay. Ich kann sie nicht aus dem trockenen Schlamm ziehen. Ja, wir haben auch kein. Wir haben auch kein Feuer. Noch nicht, ja. Auch interessant, dass unsere Partnerin jetzt gar nicht dabei ist. Ne? Normalerweise, ja, wo ist sie denn auch eigentlich dabei? Ja, wir sind in die Bibliothek und sie war weg. Hm. Wahrscheinlich hat es sich irgendwie bei unangenehm, dass wir ständig vom Soldaten festgenommen wurden. Warte, was ist passiert hier? Was ist das für Geräusche? Es klingt, als hätten wir was richtig gemacht. Aber war das im Spiel? Ich weiß es nicht. Nee, ich glaube, das war alle Regie, der Okay. Ah, die Regie hat irgendwas gemacht, okay. Katsching. Das sind so kleine, subtile Geräusche, die könnt ihr gerne in Zukunft machen, wenn wir auf der richtigen Fährte sind. Tsching. Oh, hier braucht man wahrscheinlich die Fackel. Hier ist was.
ein Holzstöpsel im Rattenwasser. Wir haben natürlich die rote Kordel, aber ich glaube, er will da ja auch nicht rein. Nee, Wasser, hast Ratten hast Wasser. Du. Nee, warte mal, Ratten hast du. Schlangen hast du. Schlangen, ja. Der Vater hasst Ratten. Aha. Da, okay, okay. Da geht's hoch, da geht's rein. Ah, wenn wir. Ja, sehr gut. Da wollen wir eigentlich hin. Aber da kommen wir von der Seite aus wahrscheinlich nicht hin, ne? Hm, kann man das vielleicht mit. Nee. Man kann nicht alles mit der Peitsche machen, aber wir werden viele Verwendungen für die Peitsche finden. Und jetzt, da landen wir, glaube ich, dann in Venedig. Also, in dieser bekannten Szene. Das habe ich übrigens nie verstanden, dass sie hier diesen Spruch nicht gebracht haben. Ah, sondern Venedig? Sie bringen den am Anfang. Ganz am Anfang, ja. Wo ist denn da die Logik dahinter? Weil alle warten doch darauf, dass er es hier sagt. Naja. Hat mich als Kind wirklich schon aufgeregt, ernsthaft. Damals hast du dich schon aufgeregt? Ja. Also, hat die eine eigentlich mit ihrer Katze da? Sitzt die da mit alleine, die arme Frau? Katzenfrau. Die Katze hat noch nicht mal was zu essen bekommen. Die darf nur rumsetzen und ihr zugucken. Okay, aber hier geht's irgendwie auch nicht richtig weiter. Naja, wir haben, glaube ich, noch nicht alles im Labyrinth. Aber du kannst ja, wenn du dich jetzt nach links und oben hältst, kommen wir vielleicht in diesen Raum, den wir. Ah, okay, geht nicht. Aber wir haben eine ungefähre Ahnung, wo wir hinwollen. Und spätestens jetzt nicht mehr. No. Ach komm, jetzt wollte es aber auch echt den Leuten kompliziert machen. Ja, aber ich glaube, im nächsten Labyrinth kann man dann vielleicht so den Schlenker machen, ne? Vielleicht aber auch nicht. Wir müssen eigentlich jetzt hier wieder nach rechts. Oh, sind das nicht die, waren wir da nicht schon? Aber mach trotzdem nochmal, aber ich glaube, hier waren wir schon. Ja, das ist die Ecke. Aber was war hier nochmal? Sackgassen, aber geh wirklich, ja, sind die Sackgassen. Die machen es natürlich extra so, dass man den Weg nicht findet, wenn man denkt, dass er da ist, wo man denkt. Naja, gehen wir halt einfach mal alles ab. Wir halten uns mal oben. Ja, aber wir kommen einfach nicht in diese obere rechte Ecke. Jetzt sind wir am Anfang wieder. Nein. Ja gut, aber ist ja nicht, das soll ja so sein. Hast du mal den dritten Ausgang genommen oder kommst du im selben Labyrinth dann an? Da, das ist ja. Dann einfach weiter unten? Ja, ja. Okay. Ich glaube, wir waren schon gar nicht schlecht da. Wir waren. Ja, zumindest jetzt, wo wir zurückgehen und merken, dass da ist gar nichts mehr, waren wir wahrscheinlich richtig. Irgendeine Abzweigung haben wir übersehen, vermutlich. Ist das neuer? Nee, da waren wir schon, ne? Weil der kannst du wahrscheinlich hinten lang und rechts malen. Ja, das würde ich auch machen. Geil, endlich kann man mal was mitnehmen hier. Jetzt haben wir mal was. Hä? 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 Also, wenn du es jetzt noch einmal machst, frage ich mich aber auch, was du damit an. Ja, aber denkst. Wo irgendwo muss man ja lang gehen können? Ja, nach oben. Naja, okay. Ja, aber habe ich ja gedrückt. Ja, ist jetzt auch. Ich mache mich ja nur lustig, weil. Ja, ist ja auch voll. Hat er sonst nichts. Recht? Nein, ich verstehe es. Wir hatten doch nichts, Ede. Scheiße. Wie wir auch immer im Kreis laufen, ne? Hm. Ich da jetzt noch mal. Du hast gesehen, ich habe nach oben gedrückt. Ich guck hier. Man muss ganz vorsichtig sein. Ich sag gar nichts mehr. Nehmen wir jetzt mal hier lang. Ja, das ist es, oder? So ein schöner Umweg muss es sein. Oh, ihr könnt mich aber auch jetzt mal wirklich am Arsch lecken, ey.
da hilft einem natürlich das Wissen über den Film auch nicht viel. Weil eigentlich finden die ja nur diesen Ritter und sein Schild. Eigentlich ist das logisch aufgebaut, das Labyrinth. Wir können nur nicht logisch denken. Ja. Unser Gehirn ist einfach nicht für dieses Labyrinth aufgebaut. Wenn wir jetzt nach links gehen. Und dann, aber da, und jetzt rechts, oder weil da waren wir da eben nicht schon? Okay, nee, vergiss, was ich gesagt habe. Das ist jetzt wieder Sackgasse oder was? Nee. Das könnte sein, dass das auf jeden Fall ein Weg ist, den wir noch nicht hatten. Das ist so geil, so ganz gut, ganz klar. Alter. Ja, das ist auch wieder jetzt zu euren Entertainment-Zwecken übrigens. Ihr denkt euch sicherlich, sind die wirklich so schlecht in einem Labyrinth? Nee, natürlich nicht. Das ist Entertainment und Acting tatsächlich. Ich glaube, hier ist richtig. Vielleicht kann man. Ah, geh einfach nochmal weiter. Nee, benutze. Ich denke auch, wir haben jetzt wirklich viel rumgesucht. Du willst die Fackel, ne? Du willst sie einfach. Benutze. Irgendwann kriegst du sie vielleicht. Mit rote Kordel. Aber wir haben ja so oder so kein Feuer. Ne? Wäre aber geil, wenn man die nehmen, benutzen könnte und dann im Labyrinth einfach ein bisschen mehr Licht hätte. Ja, das wäre nice. Alter, hier geht's also nur runter. Aber hier kommst du nur in Sackgassen oder da unten hin. Naja, okay. Dann müssen wir halt hier doch noch weiter gucken. Also Haken, komm, benutze Haken. Scheiße. Die eine Sache, die wir neu haben. Ja, sehr viel mehr haben wir. Das Recht sieht die ganze Zeit mega obszön aus, als ob das Skelett es gerade richtig besorgt bekommt das von dem Totenschädel. Oh, ja. Und er freut sich auch. Jetzt, wo du es sagst. Kann nicht anders. Ich wette, die haben das auch. Die haben das genau gesehen, als sie das so gebaut haben. Kann mir doch keiner erzählen. Komm. Ja, okay. Hier ist der Stöpsel. Ja, kannst du den Haken mit der roten Kordel benutzen? Shit. In meinem Adventure hättest du das machen können. Der Angelhaken, ne? Wir müssen das Wasser irgendwie ablassen. Kann das sein? Dafür müssen wir einfach nur. Aber warte mal. Ja, wofür trägst du sie denn dann? Wenn du damit nicht mal unter Wasser einen Korken aus dem Wasser ziehen kannst. Oder war das aber so, dass man die richtige Reihenfolge, rote Kordel mit Haken geht, aber Haken mit roter Kordel geht nicht? Nee, ich glaube schon, dass das auf beide Arten geht, würde ich behaupten. Aber ja, wir wollen das Wasser ablassen, aber du brauchst den Korken, um das Wasser abzulassen. Das ist so die Gedanken, die ich mir gerade mache. Ja, du musst ihn da rausziehen, so. Habe ich das verstanden? Ja, und dann nehme ich an, geht das Wasser weg. Oh, warte mal, was liegt denn da? Ist das was? Nee. Nee. Kommen wir nicht dran. Ah, okay, ja, das wäre gut, ne? Irgendwas holen mit der Peitsche, aber hier liegt ja nichts. Ich denke, das soll einem nur zeigen, wo man hin soll, und man darf aber nicht hin von hier aus. Und später kommt man wahrscheinlich dann über das Schloss. Ja, da sind wir letztes Mal ja auch lang gegangen. Und man sieht ja, dass da oben links sogar ein Gang ist. Wir kommen nur einfach nicht hin. Und wenn man vielleicht mit der Druckplatte und dann geht irgendein Geheimraum auf. Er glitscht ja. Ja, nur, falls man irgendwann einen Weg findet, dann könnte es sein, dass das einen Weg öffnet. Ne? Das denke ich mir. Ich bin gerade ein bisschen ratlos. Hier sind wieder nur Sackgassen. Also entweder sind wir eine
bestimmte Ecke noch nicht abgelaufen. Oder wir müssen wirklich irgendwas noch rätseln mit der Platte oder so. Bestimmt haben wir was im Fallers zu Hause übersehen. Die Möglichkeit besteht. Ich mach mal was. Ich gucke jetzt nicht nach der Lösung, aber ich gucke nach, ob wir was im Haus vom Vater. Ja. Wir haben was vergessen. Das kann nicht sein. Doch. Was brauchen wir jetzt? Das weiß ich nicht. Ich habe ja nicht nachgeguckt, ob wir es hier brauchen. Aber mein. Naja, wenn er jetzt stand, nimm dir einen Angelhaken. Nee, aber es hat tatsächlich was mit der Pflanze und diesem. Der Tischdecke zu tun. Hier steht nur. Alter, wir haben so viel vergessen. Ernsthaft? Wir haben uns noch gedacht, dass die Location nicht umsonst machen. Alter, Alter, Alter. Wir haben einfach alles. Wir haben sogar auf der Uni noch Sachen und so. Es ist ernsthaft? Dumm. Wir haben einfach alles falsch gemacht. Wir hätten einfach nicht nach Venedig fahren sollen. Aber das kann man ja nicht wissen. Ne? Außerdem, der Typ ist Professor, der hat die Kohle. Die Umwelt, das sind die 80er, da ist noch alles okay. Da gab's keine Probleme. Noch keine Probleme. Kannst du also fliegen? Komm, hau die Scheiße raus. Ja gut, dann zurück oder was? Ja. Aber immerhin wissen wir jetzt ein bisschen was. Und wir haben ja auch schon den Weg gefunden. Das ist ja auch nicht schlecht. Aber, sag mal, das kann aber, warte mal. Du, Digga, das kann nicht sein. Kommen wir da wieder raus? Nein, wir haben ja die, okay, wir haben die Treppe. Also, da kommen wir nicht raus. Ja, da müssen wir jetzt wieder. Ja, hast du vielleicht gespeichert dahin? Weil geschafft haben wir ja eh nichts. Nee, wir können höchstens, bevor wir reingehen. Kannst du auch machen. Müssen wir halt nur irgendwann den Haken nochmal nehmen, aber... Das war jetzt nicht die große Leistung. Ich gehe schnell dahin, ich weiß ja den Weg. Da ist er nicht. Aber ich. So, weil ich kenne den Weg und währenddessen läufst du schon gegen die Wand. Mhm. Ja, so ist das halt. Du hättest dich auch in deinem Museum verlaufen, ne? Wenn du ein Museum hättest, kannst alles reinmachen, was du willst. Was wäre das? Gute Frage. Will ich auch, dass dann Leute kommen oder nur für mich? Das ist die Frage. Ich weiß auch nicht, ob Markus vielleicht hat das für sich gemacht und dann kamen plötzlich Leute. Und dann denkst du, ja gut, dann gib mal ein bisschen Kohle her. Ja, vielleicht meine besten Tweets. Auch so richtig schön so auf so 8x8 Meter gezogen, auf so Leinwand, dann hast du deine Tweets auf so einem in Öl. Goldenen, auf so einem roten Kissen. Oder so auf dem Kissen liegt so ein Handy, wo nur dieser eine Tweet drauf ist oder so. Also dieser Tweet zerstörte seine Karriere. Und das ist dann so mit an. Und dieser Tweet zerstörte seine Karriere noch weiter. Und dann geht das so die ganze Zeit weiter. Und dieser. Und daneben ist immer so ein Kontoauszug, der immer kleiner wird. Ja. Oh, das wäre schlimm, ne? Wenn die Shitstorms. Tun sie ja irgendwie, aber wenn die Shitstorms wirklich aktiv das Geld vom Konto nehmen würden. Wenn Twitter sagen würde, nee, sorry, ist der Deal, du hast den hier unterschrieben. Wir bei dürfen, zu vielen ja, negativen Kommentaren musst du abdrücken. Und zwar an die Leute, die dich haten. So, jetzt mal raus. Der hat's ja. Also, wir können erstmal zu Henrys Haus. Da müssen wir nämlich wirklich zuerst hin. Und ich weiß nicht wie, aber ich weiß, wir müssen die Pflanze nehmen und die Tischdecke. Vielleicht irgendwas mit dem Kühlschrank. Das ist ja ein komischer Andy, den kenne ich gar nicht. Ich kenne den auch nicht. Von wann ist der? Kann ja nur der dritte Teil sein. Spin-off oder sowas, keine Ahnung. Indiana Jones, der sah anders aus. Der sah komisch aus, ne? Mach du mal jetzt hier. Ja, mach ich gerne. So, dann könnt ihr jetzt mal, Achtung, jetzt die wilde Fahrt geht los. Es geht los. Tischdecke, ach, es geht nicht, ich weiß. Nimm Pflanze. Warum hast du das nicht gemacht? Ich hab dich doch gefragt. Ich hab ziehen, ich hab schieben. Weil bei Nehmen normalerweise es im Gepäck dann landet. Oh, was ist das? Oh, eine Truhe. Öffne. Natürlich. Hast du schon jemals in einem Indie irgendeine Truhe offen gefunden? Nutzerhaken. Das ist eine gute Idee, aber dann hätten wir nur für den Haken nach Venedig. Nee, das ist Quatsch. Ja, aber
Es ist nun mal, wir werden den Haken noch sehr häufig benutzen, genauso wie die Peitsche für alles. Aber ich möchte noch mal erklären, warum ich nicht die Pflanze genommen habe. Weil normalerweise, wenn man Sachen nimmt, landen sie im Inventar. Was ja auch okay gewesen wäre. Und damit arrest my case. Ja, also es ist halt ein älteres Spiel. Da hat man wirklich noch nicht so serviceorientiert gedacht, dass alles irgendwie zum Ziel führt. Oh, hier, Hidden Faces, ne? Die Augen und dann so ein aufgeschrockener, erschrockener Mund. Sie haben das Rätsel mit der Tischdecke gelöst. Aber was hat's jetzt gebracht? Nix. Nix. Aber wir wissen, da ist eine Truhe und für eine Truhe aber ist, da zieh ist und schiebe, zieh mal an der Pflanze. Drücke. Ziehe. Ja, mach ich gleich. Nein, die ist wahrscheinlich zu schwer und zu groß. Und sie ist auch eine fleischfressende Pflanze. Das ist wirklich ein bisschen nervig, gebe ich zu. Dieses Upscrollen wäre einfacher, wenn man es nicht immer noch mal machen müsste. Komm, wir gucken mal, wir nehmen das Bild auch mal. Ja, es ist wie immer, ne? Alles, was nicht angenagelt ist, muss man wirklich mitnehmen in diesem Spiel. Ich dachte jetzt, wir machen das nur wegen dem Nagel, aber da ist gar kein Nagel. Er sieht ihn gar nicht. Okay, was wollen wir jetzt mit diesem dämlichen Bild? Schaue Bild. Aber wir haben es ja schon angeschaut, ne? Einfach nur ein Pokal drauf. Naja, okay. Was werde ich jetzt erstmal nicht hinterfragen. Wäscheschrank, noch mehr Bücher. Ich hoffe, dass hier kein Pixel-Hunting notwendig ist in diesem Spiel. Ich kann mich nicht erinnern. Was ist Fenster, was ist Bild? Ich hätte verschwören können, dass man irgendwie die Matratze flippen kann oder irgendwie. Ja, ne, das wäre eigentlich, aber es ist so einfach. Aber ich gucke gleich auch noch mal, ob man das irgendwie. Ziehe Bett, haben wir wahrscheinlich auch schon probiert. Drücke Bett. Ne, okay. Benutze Bett. Benutze Bett, ja, warum eigentlich nicht? Schön beim Vater ins Bett. Okay, ich weiß nur, dass hier noch was ist. Ich weiß aber nicht, was. Insofern weiß ich, wir müssen hier halt irgendwie noch suchen. Aber, ne, ich sag's nur schon mal. Ja, den Schlüssel für die Truhe. Ich denke, dass es auch das ist. Mit dem Teppich, ne? Aber vielleicht auch nicht. Nee, angekommen. Der ist nicht. Chuck, die Pflanze. Ja, ich guck mir einfach mal Sachen an. Schaue an, Bücherregal. Es gibt ja wohl wirklich Schlimmeres. Niemals. Ah, die hat Vater vor dem Schlafengehen gelesen. Ist das nicht vielleicht dann ein gutes Zeichen, dass man die nehmen sollte? Nimm Bücher. Nimm noch mehr Bücher. Okay, nein. Was ist weiter? Bücher? Bücherregal? Die Schreibmaschine mit Papier. Vielleicht. Man vielleicht runter. Ja! Ne? Was? Genau da. Ja, weil das so schief stand, dachte ich, man kann es bestimmt umflippen. Was heißt da hinten drauf? Klebeband. Das ist ja einfach nur noch hinterhältig. What the fuck? Aber ist da vielleicht, Moment, ist da vielleicht der Schlüssel dran geklebt? Dicker Klumpen Klebeband. Okay, kein Schlüssel. Er hat auf der Schreibmaschine einfach rumgetippt. Wie eine Tipse. Dann hat er sich daran erinnert, dass er ja Archäologe ist und sowas der Sekretärin überlässt, weil er ein sexistischer Misogynist ist. Wie kriegen wir da den Tisch auf? Fenster, Kühlschrank, ja, will er nicht aufmachen. Also, ich bin mir ja nicht sicher, ob wir hier einen Schlüssel finden. Ich denk's, so wie du halt auch, ne, hätte ich das gedacht, aber vielleicht müssen wir das ein andermal machen. Vielleicht. Mach mal schließe Tür. Geht leider nicht. Also die Truhe muss auf jeden Fall noch auf. Ich glaube aber, wir haben hier nichts. Ich habe jetzt wirklich alles, angeguckt. Okay, lass mal gerade gucken. Kann ich jetzt hier einfach rausgehen? Mhm. Denn ich weiß definitiv, dass wir hier nämlich auch noch was haben. Aber in all dem Riesenkram hier. Aber haben wir doch auch alles abgecheckt.
gecheckt. Verdammt nochmal. Ja, aber siehst ja, wie viel hier ist, ne? Also es würde mich jetzt nicht wundern, wenn wir hier was übersehen hätten. Problem ist, dass ich halt voll faul bin und jetzt nicht alles nehmen will. Das sind so die Items, wo man am ehesten, ja, weißt du, genau. Telefon, Kette, dieses so Ding. An der Glühbirne. Ich fand übrigens deine Lösung super. Das ist die Bette, ja. Ne, das wäre eigentlich logischer gewesen. Wäre ein richtig schönes Adventure-Rätsel gewesen. Naja. Muss man da was mit dem Fenster an der Tür noch machen? Oder mit dem Lichtschalter? Der ist das auch hier so, meinst du? Ja. Oh ja, er ist gar nicht aktiv. Der Schalter existiert nicht in dieser Welt. Mhm. Tür. Eine Ente. Ich meine, irgendwo fällt es dann da runter. Unterm Teppich oder so. Ja, ich glaube, du denkst jetzt wirklich noch an den vierten Teil, ne? Ach ja, stimmt, hatten wir schon geklärt. Ja, gute Idee. Ja, aber ging nicht. Also mich, diese Dinge hier, Medaille und das Buch und der da und die Maske und dann, scheinbar aber nicht, scheinbar kann man das nicht nehmen. Medaille haben wir schon mehrfach genommen, ich weiß. Ja, viermal. Wir wollen sie unbedingt die Steintafel vielleicht noch mal angucken. Heißwasserboiler. Ja, Heißwasserboiler. Ein Heißwasserboiler, okay. Was meintest du eben? Die Tafel da vom Fenster, da unten, die. Oh ja, nee, du hast recht. Ist auch nichts, ne? Ach, die kann man nicht mal. Du hast recht. Schaue, aber die antike Tafel kann man sich mal angucken. Das ist eine Warnung über verkleidete Außerirdische. Ah, Zack McCracken. Mm. Oh, Kristallscherbe? Das ist ja saulustig. Das ist auch Zack McCracken. Ja, brauchst du wirklich nicht hier. Da in dem Regal der Mannequin da, diese Statue, in dem anderen rechten Regal da unten, unten weiter unten. Okay, Schädel, Schädel, Schädel. Glas vielleicht. Steine. Krempel. Okay. Ja, wir gucken das mal alles kurz durch. Steine. Glas. Aha. Zu gefährlich, das mit mir herumzutragen. Warum? Ist das, also. Was ist hier? Es ist echt schwer, in diesen Pixeln irgendwie was zu erkennen. Kannst du die Tür noch mal öffnen und gucken, was dann passiert? Steinbrocken, kurz mal schauen, ja. Lieber nicht. Die Studenten. Okay, und das Ding geht nicht, ne? Das hat keinen. Okay, wir machen mal kurz einen Spot, den überlegen, den nutzen wir zum Überlegen und dann sind wir hier hoffentlich mit der Lösung. Das riecht aber lecker. Ja, das ist mein neues Chili-Rezept. Mit Tomaten, Mais und. Doch nicht etwa Bohnen. Ach Quatsch, das ist Chili Sin Bohne, denn Bohnen sind zum Abonnieren da. Und Abonnieren ist zum Bohnen da. Also drück auf Abonnieren und aktiviere die Glocke. Danke. Ich muss zugeben, zum einen habe ich gesagt, eingangs in der ersten Folge, dass das sehr leicht ist, weil man ja den Film kennt, aber ja, es stellt sich raus. Und weil wir super schlau sind. Ja, das eine ist noch, steht noch zur Prüfung aus, aber wir sind schon auf einem guten Weg, finde ich. Wir sind ja schon fast aus dem Tutorial raus, nach 2 Stunden. Und jetzt haben wir aber auch festgestellt, dass das, die Rätsel sind echt knifflig und wir haben echte Probleme. Ich kann dir eine Lösung nennen, aber ich will es natürlich so spannend und unterhaltsam wie möglich machen. Ja, gut, aber ich meine, du weißt es ja jetzt, ja auch Quatsch jetzt dann 10-mal falsch. Ja, genau, und es ist ja auch, es bringt mir ja nichts, weil ich habe es jetzt nicht, mir ist es nicht gekommen, sondern ich habe das ja von vorhin, habe ich ja kurz reingeguckt und weiß halt grob, dass man was, wie soll ich dir sagen, ja, man soll was mit dem Klebeband machen, was wir hinter dem Regal gefunden haben. Aber mit dem Klebe, also irgendwas. Was macht man? Es ist auf jeden Fall ein Gegenstand, den wir schon mal benutzt, angeguckt, geprüft haben in diesem Raum. Aber ich sag dir mal eins, never ever wäre ich da drauf gekommen. Und ich frage mich gerade, wie der junge Simon da drauf gekommen ist, weil dann das. Der hat auch eine safe, eine Komplettlösung benutzt. Ja, aber ich habe doch gerade noch ganz prollig erzählt, dass ich das endlich ohne Lösung spielen konnte. Also
Wer lügt hier? Mein Gehirn, das Spiel, meine Erinnerung, du? Oder alle da draußen, die sagen, ihr seid einfach zu doof? Wahrscheinlich haben die am ehesten recht. Es ist aber auch sowas von hinterhältig, Alter. Du kommst da nicht drauf. Nee, sag's dir. Komm. Nein, du hast noch Zeit. Du hast noch, komm, ich gebe dir noch 2 Minuten. Weil es ist ein Gegenstand, den wir sogar vor kurzem erst quasi in der Hand halten. Wo eine ungewöhnliche Antwort kam, wo wir nicht verstanden haben, was soll diese Antwort? Was? Also, okay. Es war ja klar, finde ich, dass der Schlüssel mit dem Klebeband hinter dem Regal versteckt ist. Ja. Aber wir haben ihn ja nicht gefunden. Er war stattdessen in einem. Nee, er war irgendwie schon in dem Klebeband, aber er hat es nicht gesehen und er hat es dann erst, weißt du, in dieser Lösung. Ach, ich dachte, er war in der Lösung und er hat ihn jetzt mit dem Klebeband aus. Das würde noch, das wäre noch irrer. Das kann ich mir nicht vorstellen. Es muss mit dem Klebeband zusammenhängen. Ich meine, ich wäre da nie drauf gekommen. Andererseits, wie gesagt, weil man es da findet, kann man sich es eigentlich denken, aber dann hätte er doch gesagt, da ist ein Schlüssel drin, aber ich kriege ihn nicht ab oder so. Was haben wir denn jetzt? Haben wir ein Buch gekriegt. Oh, noch ein weiteres Buch und die anderen wollen da nicht nehmen. Wie viele alte Bücher sind wohl hier? Das ist das Tagebuch, das ich als kleiner Junge gemacht habe. Es sollte so aussehen wie das meines Vaters. Ist da noch was? Und Kinder mit so einem Kindergral und alles ist ganz bunt und süß. Da würde ich jetzt eigentlich gerne reingucken. Ja, kann man leider nicht, ne? Ja, also wir haben's. Ich kann dir aber nicht sagen, ob und wie dieses Buch irgendwo relevant wird, aber wir haben's. Ja, wahrscheinlich müssen wir später irgendjemandem ein Buch geben und dann geben wir ihm das Falsche. Das muss es sein, oder? Oder? Ja, du hast recht. Du gibst aber das Kindergralsbuch gibst du irgendwann wahrscheinlich als falschen Hasen ab. Gut. Aber es bringt uns jetzt in den Katakomben nicht wirklich weiter. Nee. Was haben wir denn jetzt gefunden, was gar uns nichts weiterbringt? Nix, ne? In Venedig. Absolut gar nichts. Vielleicht doch noch mal hier drinne was? Es würde mich auch eigentlich wundern, wenn das Spiel so designt wäre, dass man an bestimmten Stellen wirklich nicht weiterkommt, wenn man nicht ein Item hat. Also natürlich ist ein Adventure nur, das ist ja ein in sich geschlossenes Element Venedig irgendwie. Da würde man annehmen, dass man das ohne andere Orte lösen kann. Ich habe das Gefühl, wir müssen noch hier irgendwie was. Ja, es ist eigentlich schon zu viel los, um nicht wichtig zu sein, ja. Zu viel designed, um es einfach zu überspringen, hier zum Beispiel. Unter den Talaren, Eddie. Muff von 1000 Jahren. Kann ich nicht mitnehmen. Im Gym geht bestimmt noch. Ist echt saulustig, dass die Leute sich damals beschwert haben, so diese, ne, die alten weißen Männer in der Professur, dass die halt heute genau selber ihre Freunde beschützen und so. Das ist schon lustig. Hä, wie, was meinst du? Ja, unter den Talaren, war doch irgendwie in den 60er, 70er Studentenbewegungen. Unter den Talaren? Ja, das war so einer der Kampfsprüche von den Studenten damals, als sie sich gegen die Professoren und so gewendet haben. Weil das halt alles nur so, ne, so alte, muffige Männer waren und so. Mhm. Und im Grunde dieselben Themen wie heute, nur dieselben Leute haben dann dafür gesorgt, dass genau das einfach Bestand hat bis heute. Das finde ich schon irgendwie lustig. Ja, komm, geh einfach. Lass die schön im Dunkeln mal überlegen, was sie falsch gemacht haben. Wofür kann man das wohl machen? Das bringt doch bestimmt irgendwas, oder? Naja, keine Ahnung. Ne? Vielleicht nur, damit man weiß, es geht. Aber das ist schon sehr aufwendig für so ein Spiel. Grafik verändert sich. Hier wird auf jeden Fall nochmal ein Dialog getriggert. Aber er ist nicht begeistert. Man kann auch sonst nichts machen. Nee. Kannst ja hinten nochmal gucken, da waren ja auch noch Sachen. Vielleicht kriegt man was, wenn man den Typ besiegt. Ja, absolut nichts. Es würde mich schon ein bisschen wundern. Das ist der erste Raum. Wenn da jetzt richtig viel wäre. Das ist wahrscheinlich wirklich nur Kampftutorial, ne? Aber dass man den Hammer hier vielleicht noch nimmt.
Dann mal 10 abmachen. Ja, eigentlich, das wäre so ein typisches Adventure-Ding. Mhm. Der ist festgekettet, kriegt die Kette los, dann hast du den kleinen Hammer. Aber es ist halt wirklich auch kein guter, großer Hammer. Das ist wirklich so ein Archäologenhammer, so ein kleines Hämmerchen. Tja, nun, also, kann man hier noch weiter eigentlich? Nein. I doubt it. Ich denke die ganze Zeit, da wäre alles kaputt und Glas verstreut. Ja, das sieht ein ganz bisschen dummer komisch Teppich aus, ja. Okay. Hier kann man sich Wasser holen, das kann man sich zumindest mal merken. Aber ansonsten. Es sieht eher aus wie ein Pissoir, ich bin mal ehrlich. Ich wette, wir wären nicht der Erste, der das damit verwechselt und aus Versehen. Ja. Kann man ja noch woanders hin hier in Venedig oder nur in die Bücherei? Also Markus ist mit ihr weg. Nee, wir sind eigentlich mit ihr. Stimmt. Markus ist aber auch weg. Also, wir wissen nicht, wo wir noch hin könnten. Ich glaube auch, dass Venedig nur das ist. Nur dieser Bildschirm. Aber wir haben uns ja schon häufiger geirrt. Naja, so würde ich das jetzt nicht formulieren, aber du hast natürlich recht. Wir haben schon häufiger die Unwahrheit gesagt. Unwissentlich natürlich. Was ist mit Brunnen? Schaue Brunnen. Außerdem ist er voller Wasser. Haben wir eigentlich irgendwas, wo wir das Wasser. Also, wo wir Wasser mitnehmen könnten? Nope. Fuck. Hä, ja, jetzt ist er abgeschlossen. Aber du kannst durch die Leiter. Also, dann muss es ja irgendeine Form in dem Labyrinth noch geben, irgendeinen Weg. Dann muss es liegen. Weil das alte Buch wird uns nicht helfen, der kleine Schlüssel. Das Bild finde ich weird. Wofür haben wir ein Bild von so einem alten. Andererseits gerne hat der Vater das ja auch nicht ohne Grund aufgehängt. Also wahrscheinlich gibt es da schon irgendeine Verbindung noch. Vielleicht müssen wir das irgendwann jemandem zeigen. Wir suchen diesen Gral. Was? Moment. Geht das direkt hier hin? Nein. Ach ja, das ist ja der andere Eingang. Ja, ja, okay, dann stimmt das. Also, ich meine, das wird nicht sein. Ja. Ich meine, das würde auch echt keinen Sinn ergeben, da wäre ich sauer. Nee, Mann, wir müssen hier später raus, aber wir müssen anders rein. Da bin ich zu 98% überzeugt. Moment, und das ist die Ecke. Nee. Ich will gerne noch mal hier lang. Ja, die neuen Items, nee, helfen auch nicht. Kurz mal schauen, ob noch irgendwas anderes ist, außer hier in der Nähe vielleicht Tunnel. War dann noch was, ein anderer Stöpsel? Nee. Ja, komisch, ne? Holzstöpsel. Warum ist das mit dem Holz so wichtig? Ja, okay. Wir werden uns jetzt hier durchkämpfen, durchdenken. Hier würde ich jetzt gerne, ich würde dem Labyrinth gerne auf die Schnauze hauen. Ich würde jetzt gerne so einen Kampf gegen das Labyrinth irgendwie. Naja, ja. Nimm das Labyrinth. Ja, und dann am Ende spuckt es dir den richtigen Weg aus. Fände ich gut, um ein paar Zähne. Ich ergebe mich, du musst nach Westen. Genau, so will ich das haben. Ey, ich probiere jetzt einfach ein bisschen. Ja, das ist gar nicht so eine dumme Idee. Ja, aber ich kann das benutzen, ich kann das Buch leider nur anschauen. Kann nichts damit machen. Ach so, nee, wir haben ja auch schon gesagt, das Tauschen. Ja. Das ich denke, dafür ist es da, ja. Okay, und warum geht das mit dem Haken nochmal nicht? Sagt er da noch was? Klappt einfach nicht, okay. Vielleicht liegt die Lösung irgendwo hier rum. Vor allem ist einmal Tunnel klein geschrieben, einmal groß geschrieben. Oder? Hm. Papa-Platte. Was geht ab, Alter? Schalte ein? Nee, auch nicht. Kann man nicht einfach drauf? Ich benutze, mein, kannst du, glaube ich. Einfach drauflaufen wäre geil. Na, einfach, weil er kann nicht drauf. Nee, benutze. Das haben wir, glaube ich, schon. Aber irgendwie hat er noch was anderes gesagt. Drücke. Ja, genau. Nervt mich, dass er sagt, er kriegt sie nicht richtig in die Finger. Ja, aber du hast so viele Sachen, die helfen würden und keine davon möchtest du nutzen. Ich weiß, wir haben es 100 Mal. Manchmal komme ich auch echt dumm vor, wenn ich das immer und immer wieder mache. Aber ich denke, vielleicht hast du was falsch gemacht beim Klicken.
Das ist aber so ein typisches Adventure-Ding, dass man etwas nochmal macht, was man schon dreimal, also in pure Verzweiflung, einfach nochmal versucht, obwohl man ja schon die Antwort gekriegt hat. Ja, aber wenn man halt irgendwie denkt, das kann doch nicht sein, die Lösung ist so genial, die ich mir da ausgedacht habe. Ich kenne das auch, wenn ich was verloren habe oder ich suche was, und dann gucke ich in meinem Rucksack nach, in den ich schon 10-mal reingeguckt habe. Und dann denke ich, ja, vielleicht habe ich doch nicht richtig in den Rucksack geguckt, ein 11. Mal rein, aber nein, ich habe schon die 8-mal davor sehr gründlich den Rucksack. Es ist einfach nicht im Rucksack. Ja, und dann gibt es diese Momente, wo du was an einem Ort findest, wo du schon gesucht hast. Ja. Also es ist manchmal echt weird. Es gibt ja diese. Also es ist jetzt, ich glaube das nicht, aber es ist ein interessantes Phänomen. Es gibt die Subreddit, wo es gibt mehrere, wo es unter anderem auch darum geht, dass wir in der Matrix sind oder bla bla bla. Es gibt so ganz viele verschiedene Erklärungen, warum irgendwie die Welt nicht so ist, wie sie ist. Und da gibt es immer wieder solche Geschichten, dass Leute was suchen und die dann steif und fest behaupten, ich spiele gleich weiter, dass das, was sie gesucht haben, einfach plötzlich erschienen ist. Und jedes Mal denke ich so, ich will's dir ja glauben, aber das würde meine Grundfeste an alles erschüttern. Wenn das passieren würde, würde ich an nichts mehr glauben. Ich würde direkt einfach irgendwie instant akzeptieren, dass wir nicht in einer normalen, richtigen, realen Welt leben. Aber das ist auch so zutiefst menschlich und das zeigt einfach, was für primitive Kreaturen wir sind. Dass wir einfach immer hoffen, dass es noch irgendeine besondere spirituelle oder übernatürliche irgendwas gibt, weil sonst kann es ja nicht sein. Doch, es kann einfach sein, dass ihr durch unendliche Redundanz im Prinzip einfach irgendwie die Moleküle uns rausgespuckt haben. Also bei Randomness, ne? Ja, es ist einfach that's it. So. Genauso wie die scheiß Kaulquappe halt auch that's it ist. So. Ja, aber der wird irgendwann ein toller Frosch. Genau, und aus uns wird irgendwann Bundespräsident. Tolles oder so. Skelett. Und Skelett ja, oder der Bundes. Ja, erst Skelett, dann Bundespräsident. Ja, aber stell mal vor, du würdest eine Kaulquappe sehen, die am nächsten Morgen steht die auf und hat so ein kleines Haus gebaut und so einen Elektromotor. Und du denkst dir so, ey, Kaulquappe, nicht schlecht, Alter. Krass. Du hast das gebaut, Kaulquappe. Wow. Ey, die Affen, wir beobachten die Affen ja schon super lange. Und die haben jetzt festgestellt, schon vor einer Weile, dass die Affen in der Steinzeit angelangt sind. Die nutzen jetzt Werkzeuge. Das heißt, die haben diesen evolutionären Sprung gemacht. Aber waren die da nicht schon mal an dem Weg? Affen nicht. Es gibt, also Otter benutzen ja irgendwie so Werkzeuge. Aber Affen Menschen, Homo erectus, keine Ahnung. Ich weiß es nicht, aber es macht mich ein bisschen geil, wenn du so redest. aber ich weiß es nicht. Bildungsrede tönt dich an. Bildungsrede. Ohne Scheiß, ich fand das auch total faszinierend, einfach nur, weil ich mir dachte, ey, was heißt das jetzt? Ich meine, es dauert wahrscheinlich ewig, aber wenn wir die jetzt noch mal 10.000 Jahre beobachten, wie weit kommen sie noch? Ne? Vielleicht helfen wir ihnen dann auch, so schieben ihnen so irgendwas hin. So. Da sind wir beim Planet der Affen. Die lernen es und dann übernehmen sie die Welt. Vielleicht sollten wir von Planet der Affen lernen und es nicht machen. Ja, so ein bisschen ist ja die KI unsere neuen Affen. Das ist wahr. Ja. So, die KI, wir haben jetzt noch die Möglichkeit, aufhören, der KI was beizubringen. Aber nein, natürlich müssen wir noch weitermachen und irgendwann kippt's. Ja. Und dann sagt die KI so: Nö, jetzt mach ich alleine weiter. So, auch genau so. Ja. So, nö, wisst ihr was? Nö. Ja, wie so ein Kind, das du die ganze Zeit erziehst und irgendwann ist das Kind 16 und sagt: Ja, fuck you. Ja, und jetzt mache ich einfach. Das ist doch eigentlich, die meisten von uns haben diese Erfahrung doch gemacht, dass man sich von seinen Eltern löst. Ja. Ne? Und das wird mit KI genauso sein. Ich auch, wenn die KI in die Pubertät kommt, ist vorbei. Die KI wird erstmal Party machen, Drogen nehmen. Das wäre geil. KI, wir machen uns echt Sorgen, ey. Wir haben dich hier, eigentlich sollst du hier die Wohnung heizen. Stattdessen machst du den ganzen Tag Party und lädst Leute ein. KI, ey, ganz ehrlich, wir müssen drüber reden. Auch die Noten sind auch echt nicht mehr das, was sie mal waren. Alles ja, so. Früher war das nur Einsen und Nullen. Und jetzt? Jetzt hast du auch mal eine 2. Was soll das denn? Das ganze System durcheinander. Wir brauchen nur 2. 1 und 0. Damit ist alles machbar. Das würde mir richtig Angst machen, wenn so eine KI plötzlich mit sowas ankommt. Weil irgendwas weiß die, was du nicht weißt. Was ist, wenn die KI plötzlich sagt, ich identifiziere mich aber jetzt als 2? Ja, KI. Damit müssen wir dann leben. Wie soll das denn gehen? Ich bin sehr gespannt. Im September werden die Tesla-Bots vorgestellt. Oh Gott. Und die sollen. Es gab so einen Twitter-Typ, habe ich dir, glaube ich, auch geschickt. Der hat damals den Tesla testen dürfen und war so einer der ersten quasi, der gesagt hat: Leute, GPS und nicht Autopilot und so. Es funktioniert und ist voll geil. Kann man ja drüber streiten, ob so ist. Aber derselbe Typ hat jetzt gesagt: Diese Roboter werden so krass allem überlegen, was es gibt im Moment, dass er absolut erwartet, dass die direkt quasi die
die Industrie übernehmen. Also, dass die halt so viele Sachen machen. Mhm. Aber ich find's, ich mag halt diese Robotik. Ich mag. Ich auch. Ich also will, dass das so ist, aber ich habe auch ein bisschen Angst davor. Ja, aber so. Also ich Alter! Glaub, wir kommen noch in den Genuss. Ja. Von dummen Robotern, die aber hilfreich sind, weißt du? Also noch nicht so ein Roboter, der sagt, Etienne, überdenke deine Lebensentscheidung. Ja, der dich so belehrt auch. Genau. Oh. Sondern du hast noch so einen, der auf wo ich sage, ey, mach mal eine kalte Cola. Hol mir eine Cola aus dem Kühlschrank. Ei, ei. Ei, ei, Captain, was du vorher einprogrammiert hast wahrscheinlich. Aber du kannst ja noch sagen, du solltest keine Cola mehr. Halt die Fresse, okay. Ja. Dies ist bereits deine fünfte Cola. Halt die Fresse. Genau, der einfach hört. Oh, warte mal, hier war doch. Gerade. Doch, doch, hier waren wir schon. Aber das da auf dem Boden? Aha, das sieht nur so aus wie eine Schnur oder sowas, ne? Ja, leider. Stimmt, aber da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, dass dann vielleicht auch Sachen hier wiederverwertet werden, nochmal Räume. Aber ich glaube, das ist schon der, in dem wir waren. Man landet natürlich immer wieder in denselben Drecksräumen. Ich laufe aber ganz explizit jetzt einfach mal jeden Holzweg zu Ende, damit wir einmal alles gesehen haben. Aber ich glaube, wir haben jetzt auch schon alles gesehen. Ich laufe jetzt schon doppelte irgendwas Wege. Das checken wir schon wieder nicht. Ich nee, wir haben irgendwas ganz grundlegend dumm gemacht. Das macht mich traurig. Das sage ich dir ganz offen. Wir wirken hier wie die ersten Menschen. Wie Affen. Menschenaffen. Affenmenschen eher. Okay, und hier ist auch nichts zum. Das macht mich irre. Ich habe kurz gedacht, vielleicht muss man einen dieser Totenköpfe auch drücken, aber leider auch nichts. Gibt's keine. Da waren wir jetzt schon 100 Mal. Okay, ich gehe noch eine Ebene weiter. Ich sag's euch, wir kommen jetzt 10 Minuten lang nicht mehr aus diesem Ding raus. Was machst du denn? Ah, du. Nix, nix. Checkst WhatsApp-Nachrichten. Nee, nee, warte hier, ich hab's gleich. Aber, Moment, okay, es ist so ein bisschen wie ein Wettlauf mit der Zeit, weil ich natürlich jetzt versuche, noch auf die Lösung zu kommen. Also immerhin wissen wir, dass wir hier irgendwo im Norden hin müssen, aber wir finden den Weg dahin nicht. Vielleicht ist es aber auch wirklich nur ganz simpel. Jetzt kommen wieder die beiden Sackgassen, ne? Hier ist eine, ja, weißt du was, Spiel? Die Sackgassen kannst du auch lassen. Weil sie die Leute hassen. In Massen. Was denn, Ede? Was machst du da? Ich lese. Du liest dir jetzt, nicht das, weil dann weißt du zu viel. Zunächst suchen wir nach ein paar interessanten Schmökern. Gehe dazu zwischen den vorderen Regalen entlang. In einer Reihe schwarzer Do-It-Yourself-Bücher finden wir eine Gebrauchsanleitung zum Fliegen. Wir hätten in der Bücherei einfach auch Bücher nehmen sollen. Weißt du noch, wie wir dran vorbeigehen und gelacht haben über die Bücher? Ey, es sind in diesem Spiel. Eine Biografie über Hitler steht schräg in einer größeren Lücke. Die brauchen wir wahrscheinlich auch. Bei den Karten des antiken Italiens nehmen wir dann noch gelben Wälzer mit. Geheimnisse italienischer Katakomben. Okay. Das brauchen wir wahrscheinlich, um hier durchzukommen. Das kann ich mir gut vorstellen. Das ist ja krass. Warum kann ich mich an nichts davon erinnern? Bei Monkey Island ist wenigstens danach ist mir so was aufgegangen. Aber hier. Ich weiß gar nicht, ob wir noch mal in die Bibliothek reinkommen. Ja, das ist nämlich die Frage. Wie wir müssen wir denn von außen. Ja, aber da ist ja zu. Du hast schon probiert, ne? Die Tür war zu? Die Tür war zu. Zu ist die Tür. Wie kommen wir denn jetzt noch mal dahin? Da frage ich mich gerade, ob entweder wir diese Bücher gar nicht brauchen oder wir uns jetzt wirklich in eine Sackgasse schon gespielt haben. Das, was im Kartenbuch auf den ersten Blick wie Dekoration aussieht, sind in Wirklichkeit Karten der Katakomben. Du startest oben links, geh nach oben rechts. Und das ist schon, was wir eigentlich bräuchten. Ein Raum mit Skeletten. Eines trägt einen Haken. Suche dir deinen Weg nach oben rechts. Ein Gulli führt zurück ins Restaurant, wo du noch eine Weinflasche mitnehmen musst. Geht erst, nachdem du sie genauer angeschaut hast. Okay, ey, wir haben wirklich nichts. Fülle die Flasche mit Wasser, zum Beispiel am Brunnen. Okay, ganz kurz. Lass uns mal jetzt nicht zu weit nach vorne, ne? Weil ich glaube, wir sind haben jetzt schon viel gelesen hier. Oh. Alter Digga, ey, das ist hart. Ich bin frustriert. Aber auch echt ein bisschen. Also, okay, dann sind wir halt echt hier noch. Dann müssen wir jetzt. Okay, dann gehe ich jetzt erstmal. Ich guck noch mal, ob wir noch mal reinkommen. Weil das wäre echt verwirrend, wenn wir jetzt die Items nicht mehr kriegen könnten. Das wäre ja Softlock. Ich glaube, man braucht die nicht zwingend. Das ist einfach nur eine Karte, die wir jetzt hier einfach in the dark sozusagen machen. Aber das Rätsel, was ich jetzt schon gelesen habe, ist schon wieder auch so dumm. Das ist echt.
Ja, gefällt mir nicht so gut, muss ich sagen. Weil das wenig ist, was man intuitiv lösen kann. Dass du erst gewisse Gegenstände quasi aktivieren musst, bevor du sie, also hier irgendwo eine Weinflasche. Ja, wir müssen, glaube ich, uns angewöhnen, einfach immer alles mitzunehmen auch. Da aber erstmal. Da wäre ich jetzt nie drauf gekommen, dass ich die mitnehmen kann. Ah. Wir sind noch nicht mit diesem edlen Tropfen fertig. Ja, scheiße. Hier ist das gar nicht, die Flasche. Vielleicht da drin? Aber das ist schon. Mach mal, was ist? Oder schau an. Ich würde sagen, das ist die Flasche Verliebter. Verliebte? Aber schau an, die Weinflasche. Und dann nehmen sie wieder. Ach so, schau. Ein sehr schlechter Jahrgang. Versuch jetzt noch mal. Wem erzählen Sie das? Aha. Siehst du? Ja, okay, ich verstehe, aber ist, ja, aber ist schon scheiße. Aber das kriegen wir hin, da mache ich mir keine Sorgen. Ja, das Problem ist nur, an diesem Rätsel ist, man versucht selbst, wir haben es gar nicht erst versucht, aber wir hätten es versucht, nimm Weinflasche, dann sagt er, ich bin noch nicht fertig. Und dann probierst du es in der Regel nicht nochmal. So, weißt du, also du kommst nicht drauf, dass das Rätsel ist, du musst die Weinflasche anschauen, damit du sagst, dass sie schlecht ist. Damit du sie nehmen kannst. Also das finde ich einfach kein gutes Rätsel. Muss ich bei aller Liebe, muss ich das sagen? Nee, das kriegt nicht den Eduard Laser Gütesiegel Rätsel für Halbidioten. Ich habe heute wieder was mit Eduard Laser gedreht. Er war da. Ich wollte gerade sagen, ja. So, ich vergesse mal wieder, dass du den kennst. Ja, manchmal. Geh da ran, hier, nimm mal, benutze mal Flasche an Brunnen. Das wollte ich tatsächlich auch. Wenn das kriegt man ja noch hin. Ne? Eine Weinflasche mit Wasser füllen, aber wofür wir das Wasser brauchen? Das kann ich auch sagen. Geh mal aber erst mal gucken. Abgeschlossen. Oh shit, ey. Aber du meinst, wir brauchen die Bücher nicht? Ich habe echt Angst jetzt, dass wir uns irgendwie. Na, es kann sein, dass wenn wir die Katakomben lösen, dass irgendwann da wieder offen ist oder so. Ja, hast recht. Weil sonst könnten sie uns auch gleich Game Over machen. Also. Ja, das sind ja eigentlich auch nicht. Lukas Spiele sind ja eigentlich nicht so designed. Nee. Ich kann mich gerade auch nicht mehr. Ich weiß, Sierra Spiele hatten das. Sierra Spiele konntest du, glaube ich, auch sterben. Sterben und du konntest dich so in eine Scheiße bringen, in eine Bredouille bringen. Okay, jetzt bin ich ja mal gespannt. Warte mal, sag's mir nicht, bis du es machst. Wir haben eine wassergefüllte Weinflasche, wir haben die Höhle voller Wasser, wir haben hier die Fackel, das bringt nichts, wir haben die ganzen Skelette. Ach, vielleicht die Bodenplatte, oder? Nee? Okay, dann ne, sag's nicht. Bodenplatte. Was kann man denn mit dem Wasser machen? Man könnte daraus vielleicht einen Kompass bauen, wenn du da so eine Nadel reinmachst. Nee, ist auch Quatsch. Aber mit der Ja, aber. Hä? Ach. Okay. Und deswegen sagt er auch extra. Ach du Scheiße. Okay, Alter. Da habe ich jetzt sowas von gar nicht mit gerechnet. Okay. Ja, aber dann sind wir doch jetzt. Die Weinflasche ist auch zerbrochen jetzt übrigens. Gut, 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 gut. Dann sind wir jetzt aber genau da, wo wir hin müssen. Ne? Aber da kommt man halt auch nicht drauf. Benutze Weinflasche mit Fackel. Es ist auf jeden Fall nichts, wo man direkt drauf kommt. Der Schlamm war natürlich ein Hinweis, aber ich dachte einfach mir auch, okay, wir brauchen ja auch gerade keine Fackel. Ja. Dass das ein Schalter ist, ist halt auch. Ist der Pfropfen. Was für ein Frock? Der Holzstöpsel in der Höhe, weil wir ein Stock recht tiefer sind auch. Benutze Haken. Das geht auch wieder nicht, ne? Doch, krass, endlich Haken. Ah, und jetzt, ja, geil, 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 geil. Ah, vielleicht. Vielleicht aber auch die Kordel. Nee, die Peitsche. Alter. Hätten wir erstmal auf die andere Seite gehen sollen? Frage ist auch, hört das irgendwann auf wieder? Aber nee, er ist nach links automatisch gegangen. Das heißt, du hättest nicht nach rechts gehen können. Ja? Ja. Du hast es benutzt, er ist nach links gegangen, dann soll das so sein. Ja, aber bevor ich es benutzt habe, meine ich halt, weißt du? Ja, aber das wird schon okay sein. Sonst würden die das so nicht machen. Das ergibt ja sonst wirklich keinen Sinn. Jetzt müssen wir nur hoch und gucken, was da in dem Tunnel ist. Ich
Ja, so haben sie natürlich das Spiel künstlich ganz gut gestreckt und nochmal auch ein Spiel reingepackt. Kann ich jetzt eigentlich auch nicht doof finden, aber ist natürlich schon schwierig. So. Ah. Jetzt wissen wir endlich auch, was die Platte soll. Und wo war jetzt das mit dem Wasser? War das nicht hier ganz rechts? Ja. Ja, geil. Aber viel mehr ist wahrscheinlich nicht außer den drei Räumen, ne? Was ist Loch? Ah, er sagt schon Sackgasse. Auch Sackgasse. Dann kann es hier nur rechts sein. Meertunnel. Meertunnel. Erstmal unten lang. Mhm. Aha. Noch ein Rätsel. Ich sehe nichts Besonderes. Ja, dann öffne es doch einfach. Da ist etwas anderes auf der anderen Seite. Ich sehe nichts Besonderes. Also es ist doch offensichtlich was ganz Tolles. Gerade du als Archäologe müsstest eigentlich völlig durchdrehen. Was? Okay, zum Glück ist diese Folge gerade an einem Ende angekommen. Oh Gott. Denn hier werden wir Jahre verbringen. Wir werden auch eines der Skelette werden. Ja. Ja, wir müssen es rausfinden. Wir haben aber noch gar keinen Hinweis auf dieses Rätsel gekriegt. Gralstagebuch wahrscheinlich. Ja? Am Ende ist es immer das Gralstagebuch. Komm, wir mal kurz mal. Sicherer Tod. Das gefällt mir. Okay, aber das hinzukriegen, also Skelettkrieger, Banner, Drache. Skelettkrieger, ja. Ohne dass man den sicheren Tod. Skelettkrieger, da ist es. Check nochmal. Hast du das echt gerade aus Versehen hingekriegt? Aber das ist es doch schon. Ich weiß nicht. War es wirklich so? Skelettkrieger, Banner, Drache. Drache guckt nach rechts. Ah, Drache guckt nach rechts. Drache guckt nach rechts. Warum guckt der Drache nach rechts? Oh, jetzt ist es auch, jetzt ist auch ein Dämon. Mann, ja. Das könnte, ist Drache vielleicht gar nicht Drache, sondern Dämon. Aber die gucken auch. Ja, da ist die richtige Richtung. Jetzt ist es richtig. Adventure Bros! Ruft uns an. Wenn ihr Fragen habt, egal zu was, weil wir wissen's. Ja. 555 Gehirn. So nehme ich. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, das Gehirn-Duo schlägt zurück.